Hallo, hier ist wieder Lexi. Grüß dich, Wally. Und es geht weiter mit Secret of Mana 2. Wir sind wieder hier. Am Ende der letzten Folge haben wir ein paar Probleme gehabt. Technische Schwierigkeiten. Ja, aus irgendeinem Grund war Itfual im Körper von Udo gefangen in dem Sinne. Udo hatte keinen Bock mehr, sich zu bewegen, weil ich ihn ja hätte führen sollen. Ich schätze mal, dass es wieder was mit diesem Dreispieler-Patch zu tun hatte. Dass das Spiel, als der Kampf gewonnen war, nicht mehr damit zurechtkam, dass, ich glaube, dass dann der Hauptcharakter quasi genau in dem Moment des Todes des Gegners nicht mehr da war. Das Spiel hat es nicht verstanden. Und ja, dann war halt der Hauptcharakter quasi im übrigen Charakter drin. Man hat ja schon gesehen gehabt, dass sich Udo nicht mehr bewegen konnte. Mhm. Ja, jetzt haben wir es halt nochmal nachgespielt. Lief aber erstaunlich gut. Und, ja, war halb so panisch wie gerade eben eigentlich. Ja gut, gerade eben waren wir halt auch noch während der Folge so ein bisschen panisch. Wir sind wieder zurückgegangen. Wir haben genau das gemacht. Wir wollten doch das machen, oder? Nein, wir wollten doch nicht zurückgehen. Echt? Wo wollten wir denn dann hingehen? Dann? Weiter? Wie weitergehen? Wo ist weiter? Da, wir waren doch gerade in dem weiteren Teil der Höhle. Ja. Echt? Ja? Ja, nach dem Boss ging es ja weiter. Warte mal. Es ist jetzt vielleicht eventuell falsch, was ich jetzt gerade eben sage. Aber... Wir sind jetzt wieder am Anfang. Mhm. So, und hier ist kein weiterer Weg. Nein! Wir müssen da weiter, wo der Stein war. Da sind wir nach links weitergegangen. Wir haben nein übrigens gleichzeitig gesagt. Ja, ich habe gesagt, es wird langsam. Ja. Es ist ja gut und schön, wenn ihr die restlichen Erfahrungspunkte noch haben wollt, aber die kriegen wir schon noch. Ja. Ich habe mit meinem Durchlauf nicht umsonst 8 Level höher gehabt, als ich eigentlich wollte. Am Schluss. Ja, okay. Korrektur, es waren nicht 8 Level höher, es waren 14 Level höher. Was? Ja. 14? 14 Level höher war ich ganz am Ende. Oh, machen wir deine Heilwelle. Ja, passt schon. Himmlisch. Aber möglicherweise beginnt ja dann in dieser Folge das nervige Samensammeln. Das Drama. Was heißt Drama? Es wird halt dann einfach sehr zeitintensiv. Nicht so schlimm, wie wenn wir es hier weiterhin probiert hätten. Wie war es noch mit Drama? Ich hab hier voll das Drama gezogen vorher. Ja. Das ist halt das. Ich sag euch noch, es wird ein Samen. Es wird ein Samen. Ja, Gott sei Dank. Es wird eine Schleife. Ja, das Problem ist halt, wenn man pessimistisch ist und das auch noch bestätigt wird, dann wird man nicht unbedingt optimistisch davon. Oder man wird optimistisch, weil man recht hatte. Mhm. Nein. Warum sollte man optimistisch werden, wenn man aus einer pessimistischen Einstellung heraus recht hatte? Mhm. Weil dann ist ja was Schlechtes passiert. Mhm. Aber ja, es ist scheiße gelaufen, aber ich hatte recht. Ja, siehst du? Recht? Also wenn einem Recht haben so heilig ist, dann hat man ganz andere Probleme. Ja. Seid halt einfach ein optimistischer Pessimist. Ja, wir haben einen Samen bekommen. Scheiße, dass die Schleife rauskommt. Oh, zum Glück ein Drache. Optimistischer Pessimist ist in dem Fall nicht mal zwingend ein Realist. Nein, das ist so. Yes, ich habe den Samen bekommen. Da kommt eh nur eine Schleife raus. Kommt die Schleife raus. Ja, super, es kommt die Schleife raus. Aber wenigstens kein Drache. Naja, oder nach dem, was du vorhin gesagt hast, aber ich hab's gewusst. Hm. Ich hab's richtig vorhergesagt. Ja. Ich hab richtig vorhergesagt, dass es scheiße wird. Bin so ich gut. So funktioniert das nicht. Frau, was machst du da hinten eigentlich? Auf den Ninja. Hör auf den Ninja? Ja? Der Ninja sagt, töte die anderen. Naja, gut. Im Fall von Ursula müssen wir da jetzt nicht so viel Angst haben, aber dann haben wir keine Heilerin mehr. Mhm. Wir haben noch nicht. Zum Heil. Du machst gar nichts. Ja? Du machst gar nichts. Wie war das nochmal? Also, er hat was für ein Leben. Ich hab was für das meine. Was machst du? Eine unnötige Statue hier. Wir müssen jetzt übrigens nach links, ne? Genau, da müssen wir lang. Ich finde noch einen anderen Weg. Nein, bitte nicht. So schaut der richtige Weg aus. Stopp! Was denn? Was denn? Sieht ja verdächtig aus. Wobei, wegen Zim. Es könnte sie... Ah, Gott sei Dank. Die ist kopflos. Ja, aber man kann sich trotzdem dran heilen. Kopf und Arm los. Stimmt, die hat ja auch keine Arme. Die braucht man doch auch nicht, oder? Also, ich habe gehört, manche Leute brauchen sie schon. Zum Beispiel wir hier gerade beim Zocken. Jo. Das sind Arme, ich dachte, das wären die Beine. Nee, musst du nochmal in Biologie. Jo. Oh!
nein. Ich muss nur gucken, ob es vielleicht irgendwie Fan ist. Oh nein, das tut's nicht. Die Optik finde ich an bei furchtbar. Welche Optik? Ja, dass die Räume immer erst dunkel werden müssen. Ja, hallo, dimmen, Licht sparen, Energie sparen. Ja, aber dann soll er von vornherein dunkel sein, ja, und jedes Mal erstmal wieder dunkel werden. Das vielleicht ist die auf volle, weißt du, die ist hell gemacht worden und wir gehen rein und tun dann die Dimmung runterdrehen. Wir sind in einem Berg drin, da gibt's keine Dimmlampen. Mhm. Mein Gott, Alter, was bist du für einer? Ja, so einer halt. Schokolade! Also wollen wir nach links oder nach unten? Okay, wir gehen nach rechts. Gehen wir nach links oder nach unten? Wir gehen nach rechts. Licht. Wie sollen wir? Haben wir das da? Okay. Was haben wir damit gemacht? Was bringt das jetzt? Wir haben mal Licht. Ja, aber was bringt das Licht? Ja, dass es hell ist. Ja, aber das muss doch irgendeinen weiteren Effekt haben. Das ist nicht. Keine Ahnung! Ja, dann sag er wenigstens das und nicht irgendeinen Müll. Ja, ich würde sagen, weil es jetzt heller ist. Vielleicht, weil es heller einfach angenehmer ist zum Gehen. Du hast doch gerade die ganze Zeit so gesagt, ah, oh, es ist voll scheiße, in Dunkelheit zu gehen. Es ist scheiße, dass es immer dunkel werden muss und nicht einfach dunkel bleibt. Das ist mein Problem. Dass es immer erst dunkel wird und nicht einfach dunkel ist. Siehst du, jetzt hast du deinen Dimmschalter ausgebaut. Wo kommen wir denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Oh, Scheibenkleister. Gut, dass ich jetzt geheilt hab. Scheißlauf. Bring ihn um. Warte, hey, Arschloch. Ich heiße es, wenn etwas sowas passiert. Scheißdreck. Was denn? Ja, was glaubst du, was jetzt passiert? Wir dürfen kämpfen? Ja. Und jetzt? Wir hätten wenigstens die Nüsse aufhören können. Welche Nüsse? Meine Nüsse. Die sind so am Arsch. Ihr Kinder habt tatsächlich die Gottesbestien besiegt. Der dunkle Prinz bat mich, euch seine Dankbarkeit zu übermitteln. Cool, danke. Ah, und warum wohl? Liebe Kinder, ich werde euch alles erklären. Danke. Wir sind Bewohner der Unterwelt. Ja, so sieht's auch aus. Vor langer Zeit wurden wir verbannt, weil die Göttin uns fürchtete. Aha. Jetzt können wir endlich unsere beiden Welten unter der Führung des dunklen Prinzen vereinen. Okay. Ihr habt uns eine Menge Arbeit abgenommen. Ja, du kein Und dafür Problem. Dürft ihr jetzt in Ehre sterben. Aha. Oh Gott. Ich hab keinen Bock hier drauf. Mach uns mal stärker. Moment, ich bin dabei. Scheibenkleister, das kann ich ja. Fang erst bei dir an. Mach du dann Wasserfall und alles mögliche auf den. Auf wen? Auf den? Ja! Auf Jager. Ja, sonst? Den großen Bösewicht halt. Ich mach mal die kleinen da. Okay? Okay. Mach was du möchtest. Solange du uns mach rechtzeitig. Doch, was du willst. Solange sie uns rechtzeitig heilt, ist alles gut. Gut. Hey, ich hab sie mitgewaschen. Danke für die Dusche. Meine nötig gewesen. Ich wollte diesen Fehler nicht nochmal machen. Doch. Fehler? Ohne Level stärker in den nächsten Boss laufen. Hab ich mich angezündet? Ja. Kannst okay. Du gut? Hat gut funktioniert, ich selber. Oh, er schläft. So schlafe ich auch manchmal. In der Pose. Hä? Okay. Heilung. Tut mir leid, ich bin schon im Angriff gewesen. Erstmal muss sie Leute in die Luft jagen, ja? Davor. Und du hast eine Spezialattacke. Krass. Achso, ich denk's mir gerade. Irgendwas bewegt sie da. Achso, der drückt schon die ganze Zeit. Du auch. Mal gucken, wer schneller ist. Na, Schloch. Aber so funktioniert bei solchen Gegnern wieder. Und er schläft wieder. Wisst ihr, was ich interessant finde? Kaum, dass das Spiel ein bisschen aufregender wird, rutscht ihr beide ganz weit nach vorne. Stimmt gar nicht. Nein. Warte, erst hat er Dunkelheit. Weißt du, was das vielleicht heißt? Willst du ihn jetzt wirklich mit Aggressor attackieren? Das mit dem da. Ja, dann nimm doch lieber gleich Laser Inferno. Ich wollte gerade sagen, aber der brauche ich länger. Der da. Ja, aber es ist auch ein Lichtzauber. Irgendwas macht der. Wuhu! Erstmal Vor allem die anderen beiden Gegner sind verschwunden. Passt. Ich schätze mal, dass er immer wieder welche rufen kann. Ach, Geisterstraße kann er. Heilwelle. Jo. Quasi Gore war ein kleiner, oder wie? Wer war nochmal jetzt, Alter, fick dich! Lass dich auch nicht zaubern! Ich
kann es nur nochmal sagen. Gut, dass wir Kali dabei haben. Bei den ganzen, bei den anderen beiden wäre das jetzt... Alter! Yay! Okay, das ist richtig geil. Was ich gerade sagen wollte. Scheiß die Wand an, Alter. Oh mein Gott, der kann auch die Handelsgranaten? Nein, der kann nur Schlimmeres. Ich komme da gar nicht in die Nähe von ihm. Ich, ja, okay, ich habe meine Arme verloren. Bleib da, Jagan! Schon wieder so ein blöder Zauberer. Der letzte habe ich schon genervt. Tja. Heilwelle. Ich bin schon dabei. Gut. Jetzt komm schon. Alter, unser... Geht doch. Scheiße. Alter, voll im Arsch. Jetzt verstehst du vielleicht, was ich meinte. Vielleicht gleich nochmal. Ja, ja, doch. Ja, bitte. Und diesmal wieder... ging's. Vielleicht sollten wir versuchen, so auf Abstand zu ihm zu bleiben, dass er uns nicht weit wegwerfen kann. So quasi unter ihm. So, drauf! Der kriegt die Hucke voll! Wo ist denn eigentlich? Oh, solide 539. Verdammt, schon wieder falsche Richtung! Das ist so komisch, dass wir hinter ihm stehen und nicht vor ihm. Ja, dachte mir auch gerade, wir stehen irgendwie und passen. Oh, das ist schlecht. Bin schon dabei, ja, bin schon dabei. Das bin ist schon dabei. Niedrig, glaub ich, bin schon dabei. Ich dreh ihn gerade in die Fresse. Das macht er! Ja, ja, Oder das ja. ist seine Schadensanimation. Oh oh. Das sah ja nicht schön aus, was der gerade gemacht hat. Haha. Ja, ausgerechnet Kali, bleib bei ihm. Ja, was? Heilwelle trotzdem. Bin schon dabei. Gut. Also diesmal bin ich recht gut, muss ich sagen. Hör auf zu zaubern! Nein! Todesspruch? Tod auf einen Schlag, wenn's trifft. Ich bin tot. Ja, ich dachte mir. Weg mit dir, du Arschkrampel! Wie hier, der geht jetzt drauf. Der wird drauf gehen. Ne, du lebst? Ich hab mich wieder getroffen. Ah. Die hat mich getroffen. Stimmt, nee, anscheinend nicht. Ich war auf Null. Ja, sie war auf Null. Irgendjemand hat mich doch wiederbelebt. Nein, keine Ahnung, du lebst wieder, freuen wir uns einfach. Scheiß Spielfehler. Hey, magst du nochmal den Wasserfall auf ihn machen? Ich hab das Gefühl, der Effekt hat nachgelassen. Schön in die Fresse getreten. Sagen, das macht mir an Kevin am meisten Spaß, dass er halt einfach so zuhaut und tritt. Das war Angriffskraft runter, was der Fall gerade. Angriffskraft? Oh. Oh, scheiße. Leister. Ja gut, bei dir, das dürfen wir nicht passieren lassen. Er lebt dich so... Ah, oder hat mich getroffen? Hat mich getroffen. Keine Ahnung, ich seh's gerade nicht. Und du hast unten 200 Leben, irgendwie 200. Also jetzt bin ich aber tot. Ich hoffe nicht. Ich glaube doch. Heilwelle! Nein! Ich bin doch schon dabei! Ich drück doch schon mit Irre! Und ich bin tot. Wir sind alle tot. Ja. Nein, ich hab noch ein Leben. Du auch. Nein, das, du weißt doch, wie es ist. Das ist überall Nullstand. Ja. Siehst du, du heilst ihn nicht einmal mehr. Wir haben es doch nicht geschafft, ohne komplett... So ein Scheiß! Ich hatte es gehofft, dass wir es schaffen würden, ohne komplett besiegt zu werden. Ja. Aber wir sind echt verdammt weit gekommen. Ja. Warte mal, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Vor der kopflosen Statue, also ja. Nicht weit weg. Aber jetzt seht ihr deswegen wohl... Wie liegt's für einen Fehler? Naja, muss halt auch mal vorkommen, ne? Mhm. Ja, wie gesagt, die letzten paar Kämpfe haben's halt schon in sich. Wie weit dürfen wir jetzt leben? Wir können schon da oben in dem Gebiet bleiben, wir dürfen halt nicht wieder zu Jagan gehen. Aber die nächste ist doch Jagan. Nein. Nein? Sicher? Wir sind doch viele Gänge gegangen. Wir müssen das Licht anmachen. Ach so. Ja. Ja, das Licht anmachen. Höllenhunde. Wie weit wollen wir denn steigern? Zwei Level noch wenigstens. Also ich wäre jetzt halt gleich auf 50 hoch. Jetzt auf 50. Das wäre ein solider Wert.
Ja, weiß nicht, sollen wir dann Schnitt machen und bis 50 steigern? Würde ich jetzt fast machen, weil wir haben 15 Minuten gebraucht bis jetzt für den Kampf. Wenn wir jetzt da den Schnitt machen, dann wird man immer den, die Folge hier quasi jagern. Das Hey, ich wollte! Ist doch wurscht. Leute, wir machen an der Stelle einen Schnitt und nach dem Schnitt kümmern wir uns mit neuer Stärke um Jagern. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ich stehe. So, da sind wir wieder. Allah. Ein paar Stufen stärker. Soll ich das jetzt noch weiter vorlesen? Nee. Oder? Gut. Einfach durchklicken. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Wenn ich an eine Klippe laufe und so blöd bin, runterzustoppeln. Ich hasse es, wenn das passiert. Ja. Oder ich bin genau an die Grenze gelaufen und die hat mich runtergestoßen. So, die beiden anderen gehören wieder dir, Ursula. Ja, danke. Schnell, Rätsch dir da unten rum. Der stand da vorhin auch. Ja. Echt? Ich dachte, du wärst letztes Mal weiter oben gewesen. Nein. Okay. Ich vertraue euch beiden jetzt einfach mal. Shuriken in die Fresse. Tja, mein erster Schlag und Befehle. Sehr gut. So. Er ist nicht im Bild. Unten ist er doch. Ja, aber für das Spiel ist er nicht im Bild. So, Scheiße. Hier bitteschön. Danke sehr. Und jetzt drauf! Ach nein, Schalkenkleister. Es ist wieder Tag. Deswegen hatte ich vorher noch gefragt. Mist. Welle, Heilung. Mach ich doch! Welle, Heilung. Welle, Heilung. Also in dem Abstand nicht. Au, der böse Blutwolf macht 4. Danke für die Schaden. Dusche. Der macht einen Schaden, dieser Blutwolf. Er schlägt mich. Er ist tot so. Der ist ja auch nicht das Problem. Du bist trotzdem wieder ewig weit hinten. Alter, 2 Kilometer weit Entfernung. Ja, weit genug dafür, dass sich das Mikro wieder nicht hört. Also nein, ich meinte gerade den Bösenwicht. Also jedes Mal, wenn jetzt der eine Attacke macht, heile ich euch, okay? Ja. Genug Mana habe ich ja. Das Beste sein. Okay, wirf Ursula noch weiter nach hinten. Irgendwann fliegt sie runter. Ganz eine doofe Psychowelle. Du solltest heilen. Hab ich auch gerade gemerkt. Das drückt doch schon. Echt wehtun. Ja. Lieber. Ja, wobei geht. Ja, ich habe ja auch Feuer-Jutsu auf ihn schon draufgehauen, also die Kraft von ihm ist schon relativ gut gesunken. Das, das war vorher auch schon der Fall und er hat uns trotzdem getötet. Mhm. Also mal ein Donner-Jutsu in die Fresse rein. Oh nein, ich hab dich erwischt, tut mir leid. Mach das in diesem Fall. Ich nehm's einfach. Das ist eine Spezialattacke. Danke. Okay. Sehr schön. Damit sind die beiden eventuell schon weg vom Fenster. Glaube ich noch nicht ganz, aber. Naja, sie vielleicht. Sie jetzt schon, glaube ich, weil. Aber du könntest deine Spezialattacke versuchen, dass du auf den. Auf ihn drauf haust und nicht auf. Auf Jagan, ja klar. Genau. Heilen bitte auch gleich wieder. Ja, was glaubst du, was ich hier versuche? Ja, das könnte es gewesen sein. Ja. Ja, ich bin tot. Ja, dann heil noch. Ja. Heil noch, geht weiter. Noch? Ja, natürlich. Ja, einer lebt ja noch. Ja. Das ist der scheiß Wolf. Ja, okay, vielleicht sollte man den Wolf doch erledigen. Ja. Gut, dann. So, wechseln. Ja, geht doch. Machen wir bitte auch gleich Heilung. Mhm. Du störst Udo gerade. Scheiße. Select. Na. Das war's. Muss nicht sein. Nee. Wieso wechselst du nicht? Ich keine Ahnung. Ja, du musst Start drücken. Select. Mach ich doch. Du drückst. Select musst du drücken, nicht Start. Was jetzt? Select oder Start? Ja, Select, probier's mal mit Select aus. Aber eigentlich ist es ja, dass du nicht Select drücken kannst, weil ja du ja. Ich bin Start war überhaupt Kontrolle übernehmen. Select war wechseln. Ja, dann. So, jetzt gleich bin ich wieder ich.
Echt? Ja, wenn jemand immer aufhören würde, die ganze Zeit zu drücken, dann könnten wir das in einem Kampf, obwohl es nicht gerade wirklich... Nee, ich hab jetzt nicht angegriffen. Ja, mein Gott, wir müssen halt die Kontrolle irgendwie wieder... Ja, dann erstmal heilen, bitte. Egal, wer jetzt was ist. Urso, sie hat gerade die Kontrolle über sich, also muss sie... Ja, ich bin weg. Jetzt. Du hast wieder die Kontrolle. Heilwelle. Es ist nicht zwingend ihre Schuld. Ja, ich sag ja nicht, dass es ihre Schuld ist, aber... Jetzt habe ich mich wieder. Ich sag, wild Knöpfe drücken bringt halt nichts. Was heißt hier wild Knöpfe drücken? Ich drück die ganze Zeit nach oben und funktioniert nicht. Dann ja, weil einmal du Start. Ja eben er ist. Du musst einmal du Start drücken, drückt er Start. Haben wir ja schon, ja. Aber sie kam nicht dran. Der Spieler hat sie nicht gelassen. Ja, eben. Wie gesagt, jede Attacke heile ich dann einfach. So, das Mana hast du locker. Mana habe ich ja, genau. Das war Gustav. Okay, das sah ganz sehr interessant aus. Mhm. Komm schon. Ich weiß jetzt nicht gerade, wer es ist. Ich glaube, du. Na, hat nicht getroffen. Hat nicht getroffen. Nee, passt du schon. Du musst nicht heilen, wir sind alle noch full life. War kein Schaden. Na, fast. Ja, aber jetzt wieder. Jetzt kannst du heilen. Mhm. Das macht aber ganz schön viel Schaden, da haben wir wieder. Mhm. Ja, vielleicht musst du wieder Feuer drauf machen. Ja. Passt schon. Nee. Ja, aber wir haben ihn anscheinend recht weit. Ja. Er wird wieder schnell. Mhm. Jetzt wäre es stellenweise vielleicht sogar klug schon zu heilen, auch wenn es noch gar nicht nötig wäre. Einfach nur in Voraussetzung, dass der Gegner was machen könnte. Wow. Das Wegschleudern tut aber auch ganz schön viel Schaden geben. Yep. Mhm. Wir sind wir vollgeladen, sag mal so. Ja, ja, ja. Geht doch! Nein! Doch! Ach Gott sei Dank. Oh. Sieh! Yeah. Oh Gott, Treppe! So unterm Sprung, wupp! Ach so, und einfach weiter. Ja, einfach hier wieder. Verdammt, den hab ich nicht gesehen! Weißt du, macht nur einen fucking Schaden und jeder schlägt gerade vorbei und dann. Ah! Komm schon, nicht jetzt! Heil, ja. Bin schon dabei. Der hat nur einen Schaden gemacht mit den normalen Schlägen. Ja, ja, das sind die Spezialattacken, die immer so viel Schaden machen. Das ist ja das Ironische an der ganzen Sache. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Ach, Moment, wir sind wieder. Ja, wir sind da wieder am Anfang. Ich bin da wieder am Anfang. Ach, da sind wir. Ja, sag ich doch. Ich hab den Raum gerade nicht wiedererkannt. Ich auch nicht. Dann gehen wir wieder hoch zur Statue. Warum wieder hoch zur Statue? Speichern? Wieso nicht nach rechts? Also wir können mal runter und ja, das Ding verlassen. Rausgehen. Wollen wir nicht weiter? Wo derzeit. Wo willst denn du hin? Ich hätte wieder nach oben zur Statue gewollt. Na, bis wir da wieder oben sind. Na gut. Ich dachte mir, dann müssen wir uns nicht wieder ganz durcharbeiten. Aber ja, gut, dann können wir auch die Samen. Mal. Eben. Stimmt, mittlerweile haben wir 4 Samen gefunden. Nachdem ich gesagt habe, wenn wir 5 finden, dann gehen wir nochmal raus. Wir haben aber genau 4 gefunden, weil ja sonst zu einfach gewesen wäre. Mhm. Ich hab's prophezeit, dass wir genau 4 dann finden werden, weil dann müssen. Es ist gerade so, dass wir nicht gehen. Aber ja, gut, jetzt hat der Kampf ja gut hingehauen. Mhm. Ja. Also für jeden Kampf jetzt immer heilen. Heimzauber. Ja, ja. Ninja!
Bin schon dabei. Ich habe leider auch das Problem mit meiner geringen Schlagreichweite. Ich muss halt sehr nah am Gegner dran stehen, damit ich treffe. Und nein, ich bin stumm. Du hast 9 Schaden bekommen. So viel. Ich konnte den Hauch des Todes schon. Ich darf das nicht, sonst würde ich hier jetzt fliegen. Diese Aussage, ich darf das nicht. Ey, das ist abgestürzt. Leider nicht Lufti. Das heißt, abgestürzt, du hast dich im... aufgehangen. So, einfach wieder hier. Ja. Schöne Stadt. Damit verbinde ich immer Positives. Wo bin ich eigentlich? Klassenwechsel. Da hinter uns irgendwo. Da, unter das Stockwerk. Am Macht der Welt. Na, dann schauen wir mal. Ja, Honig gehalten. Ausrüstungssamen, Honig gehalten, was? Geschosssamen. Ja, reib dich mit Honig ein, genau. Hörst du das nicht? Du hast schon verstanden, Spieler. Honig. Freigesichtssamen. Okay, ich glaube, das regt jetzt unsere Zuschauer vielleicht schon ein bisschen auf. Du musst schon Wolfsseele. Ja, aber die müssen auch weg. Das tut mir echt sorry. Glaube ich nicht. Blutflasche. Wir bekommen kein Salz. Nachtaugenwürfel, stimmt. Ja, wir haben ja schon Charakter mit Salz. Ascheflasche. Ascheflasche. Da ist sie ja. Tote Wolfsseele. Wie viele Seelen tragen wir jetzt eigentlich mit uns herum? Locker 5. Ein ganzes Rudel. Ascheflasche. Ganzes Rudel an Wolfsseele. Sieht aus wie so ein Tintenfass. Nachtaugenwürfel. Nee, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall noch ins nächste Gebiet. Mondsblume. Das klingt nach was für mich. Achso, wir sind jetzt bei denen angekommen. Gigas, das ist deine Waffe? Ja, Pflege! Das klingt nach mir. Halsband. Her damit. Und Saphirband. Wir haben jetzt alle 4 benutzt und alles war anders. Oh nein, das ist ja Crown. Es gab nichts doppelt. Sich ausrüsten. Ja, erstmal schlafen. Und speichern. Ja, ich hätte gedacht, speichern nachdem wir. Aber nein. Ja, jetzt ist es eh schon zu spät. Nacht. Ist es dein Ernst? Es geht nichts mehr. Reagiert's gar nicht mehr? Nein. Null? Und haben wir Moment mal, das Licht ist ausgegangen, oder? Jetzt ist sie immer aus. Nee, das kann ja normalerweise angehen, wenn. Aber es ist auch ja, aus. Das heißt, eure jetzt beiden. Ist aus. Ah, das heißt, eure Gamepads haben sich wieder abgemeldet. Ja. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, ein weiteres Mal zurück nach technischen Schwierigkeiten. Ich liebe es. Aber ich fürchte, dass ich einen Großteil meiner Ausrüstung jetzt habe. Ach ja. Muss ich hier zurückgehen? Saphirband. Könnte für dich selber sein. Würde jetzt aus oder? Ne, wobei, na, so wie es ausgesehen hat, glaube ich, könnte es für mich sein. Saphirband. Ah. Aus mal zu mir rüber, Saphirband. Es hat ausgeschaut wie manche meiner Ausrüstungen, wie die Stirnbänder. War das Sonnensteinmütze? Das war was ganz anderes. Das hatte nichts mit den mächtigen Sachen zu tun. Meine ich zumindest. Mondblume war für. Ja. Moment. Das kann doch schlecht beides für meinen Charakter sein. Für wen ist die Mondblume? Schau mal einfach mal bei Ursula. Ja, Schild. Entfällt. Schauen wir mal. Nein, das ist meins. Ja, das kannst du nicht anziehen. Sonnenstammwitz ist meins. Ja, schon einmal zu meinem Charakter. Falsch. Ich versteh's ja, dass du. Ja, das dachte ich mir. Jetzt, Alter. Ich drück doch auf. Du musst halt langsamer machen. Ah, für dich.
Gut, das ist jetzt ein bisschen ungerecht. Mit der Weisenschleife und diesem komischen Sonnending. Warte, dann könnte es... Welches dann? Besser. Nee, diese... Das Sonnending ist dann wohl meins. Nein, das hat ihr vorher gehört. Bist du sicher? Was ist schon mit so einer komische... War das nicht das, was wir in Pedal gekauft haben? Sicher? Ja, dann haben wir den Ausrüstung zusammengekriegt. Aber vielleicht vergessen ihr das auszurüsten, weil wir es uns vorher nicht leisten konnten. Oder auch so gestern. Wir haben dann in der Zwischenzeit den Ausrüstungsrahmen gekriegt und haben ihr dann die Schleife gegeben, die eh besser ist. Frau, warum gehst du zurück? Weil ich es wollte. Ja gut, kann schon sein, verkaufen was. Jetzt brauchen wir nichts mehr verkaufen. Wir gehen doch eh in keine Läden mehr. Nee, aber ja, dass wir das nicht mehr da sind. Meine Güte. Jetzt für euren Seelenfrieden wichtig ist? Mhm. Ich kann eigentlich nichts verkaufen, weil ich nichts habe. Dann lass mich mal. Dann mach doch. Ah ja. Ja, Spaß. Mjolnir. Tja. Null. Das ist ja voll lächerlich. Ja, weil das die besonderen Gegenstände sind. Jetzt verkauf's einfach. Das Verkaufen behalten? Verkauf's. Warum denn, wenn's nichts bringt? Ja, dann haben wir's aber nicht dauernd im Menü. Ja, was ist denn so schlimm daran, wenn wir einen Gegenstand mehr haben? Ja, wenn wir dann noch 5 davon bekommen, dann haben wir 5 von denen im Menü. Und? Das tauscht man doch eh nicht mehr aus bei ihr. Ja, okay. Das ist ja bei ihr. Was jetzt? Verkaufen oder nicht verkaufen? Nein, aber anscheinend nicht. Okay. Gut, wo dürfen wir jetzt hin? Wieder zurück. Wohin? Wieder in die Höhle. Da geht's weiter. Geht's in der Höhle weiter? Was meint ihr, warum ich wieder zur Statue wollte? Weil es da irgendwo wieder weitergehen wird. Irgendwo da, wo wir Jahrgang getroffen haben, wird es wahrscheinlich einen weiteren Durchgang geben. Aha. Vielleicht ist die Statue ja verschwunden, wo wir das Licht gemacht haben. Du Arsch, ehrlich. Dürfen wir jetzt aber nicht die Folge beenden? Also ich hätte John noch gerne ins neue Gebiet gewollt, einfach damit wir dann dort in aller Ruhe die Ausrüstung sammeln suchen können. Da sind wir weit über eine halbe Stunde. Mein Gott. Ja, mir ist schon überzogen. Ja gut, können wir machen. Gehen wir wenigstens noch zur Statue hoch. Sollte eh nicht so lang. Ich würde halt ungern in der nächsten Folge dann wieder einen Haufen Zeit damit verbringen, dass wir bloß hier durch die bekannten Gebiete durch müssen. Immer wieder schön. Das ist so cool. Geht's halt einfach doch ein bisschen schneller. Ja. Ja gut, das war meilenweit. Ja, tut mir leid. So langsam dreht sich das Rad bei mir auch nicht. Oh, erstmal Racheengel weg. Todesengel, oder was das war. Mistgabel. Weg mit dir! Zaubern wirst du nicht. Teufel mit dem Mistgabel. Nee. Da. Nee. Ich wiederhole nur deine Worte. Mistgabel. Ich sagte, dass ich diesen Ausdruck nicht verwende. Aber das ist erwähnt. Selbstschuld. Ist ein Unterschied, ob man den Satz nicht sagt dazu oder ob man es sagt, dass er es. Das Wort wurde ausgesprochen, das reicht mir. Das ist das Problem. Oh, so, da finde ich es toll. Der Mistgabel. Stopp, ich mach's! Diese Probleme. Ja, diese Probleme. Das ist ganz furchtbar. Ja, ich merke das. Mit 15 Jahren ist es ganz schlecht. Ganz furchtbar. Da geht das heißt, als hättest du ihn mir drauf geschmissen. Ich versuche es doch. Ja, komm. Tod! Ja, gut. Tod! Kiste! Zaubern! Drei Fragezeichen zaubern! Ist ja gut. Was bist du jetzt so? Naja, du hast gerade schon sehr versucht zu nerven. Ja, das war gerade echt sehr nervig. Als Kind darf man schon nerven. Nee, du wechselst da schon ein bisschen zu fließend zwischen den beiden Charakteren. Das ist keine Entschuldigung. Doch. Nein. Ha
Ja, irgendwann kriegst du noch eine Falle. Ich wollte eigentlich nur die Kiste haben, nicht die Falle. Naja, genau genommen ist die Kiste ja auch eine Falle. Mhm. Ja, aber ihr möchtet die Kiste und die wollt ihr auch fertig machen. Das ist richtig. Kaputt machen, das bringt Erfahrung. Und du nur für das Bücher. Ich weiß. Oh, wieder nach unten. Ich wollte euch nur Angst machen. Ja. Das muss doch nicht sein. Doch. Nein. In dem Fall ist recht. Nicht wirklich. Schatten! Kopf los! Und Arm los! Frau! Na gut. Ja, dann fahren wir auf. An der Stelle lassen wir es für die Folge gut sein. In der nächsten Folge machen wir dann weiter und werden dann höchstwahrscheinlich ins nächste Gebiet kommen. Ja. Und dann geht die Sammelei los. Na gut, in dem Sinne, man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Secret Mana 2. Ich bin Xi. Und Fual. Wir sind Charlie. Bis dann, Leute. Ciao.